Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Studiosendung. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit einem Thema, über das momentan viel in den Medien berichtet wird. Wir, die Medienmacher AG, wollten uns näher mit dem Thema Flucht nach Europa beschäftigen, um die Thematik einfach ein bisschen besser zu verstehen. Dafür haben wir in verschiedenen Gruppen Filmbeiträge produziert, die wir euch in dieser Studiosendung präsentieren möchten. Warum flüchten Menschen aus ihrer Heimat? Wohin flüchten diese Menschen und was passiert, wenn sie in Europa angekommen sind? Das sind Fragen, die in dem ersten Beitrag erklärt werden, um euch einen Einblick in das Thema zu geben. Dafür haben wir einen kleinen Trickfilm produziert, um euch diese Fragen zu beantworten. Film ab! Wir, die Medienmacher AG vom offenen Kanal Merseburg-Werfurt und auch ihr da draußen bekommt bestimmt mit, dass gerade in den Nachrichten sehr viel über das Thema Flüchtlinge berichtet wird. Die Medien sind geradezu voll mit Informationen, Reportagen oder Berichten. Wir finden es gar nicht so einfach zu verstehen, was da eigentlich gerade alles auf unserer Welt passiert. Wir versuchen nun, euch das Thema anhand eines kleinen Trickfilms zu erklären. Warum flüchten Menschen? Woher kommen diese Menschen? Die Welt ist ganz schön groß und wir in Deutschland oder allgemein Europäer haben das Glück, in Ländern zu leben, wo die Menschen friedlich miteinander leben können. In anderen Ländern ist das leider nicht so. In vielen Ländern herrscht nämlich Krieg und so gibt es viele Menschen, die sich und ihre Familie schützen wollen und deswegen entscheiden, ihr Heimatland zu verlassen. Andere Gründe zur Flucht sind auch Hunger oder Unterdrückung. Aktuell kommen die meisten Flüchtlinge aus den Ländern Syrien und Afghanistan. Aber auch andere Länder in Afrika sind betroffen, wie Mali, Nigeria, Eritrea und Somalia. Fast 20 Millionen Menschen haben ihr Heimatland in diesem Jahr verlassen und suchen nun Schutz in anderen Ländern, vor allem in Europa. Davon kamen über 250.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Die meisten Menschen, nämlich über 55.000, kommen aus Syrien. Wie kann eine Flucht aussehen? Eine Flucht kann Monate, ja sogar Jahre lang dauern. Immerhin müssen die Flüchtlinge mehr als 3000 Kilometer zurücklegen, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Oftmals geben die Flüchtlinge dabei ihr ganzes Erspartes aus, um einen Weg nach Europa zu finden. Es gibt drei Möglichkeiten für den Aufbruch nach Europa: mit dem Schiff über das Mittelmeer, über Landwege oder mit dem Flugzeug. Die Flucht in einem Boot über das Mittelmeer ist sehr gefährlich, weil die Boote meistens schon älter und überfüllt sind. Immer wieder kentern die alten Boote und viele Flüchtlinge, darunter auch Kinder, ertrinken im Mittelmeer. Die Reise über Landwege führt Syrer, Afghanen oder Iraker zuerst in die Türkei. Von dort aus geht es dann weiter nach Griechenland, Bulgarien oder Zypern. Die Flucht mit dem Flugzeug ist für die meisten Menschen oft zu teuer oder nicht möglich, da viele der Flüchtlinge keinen aktuellen Pass besitzen. Was passiert, wenn die Flüchtlinge in Europa angekommen sind? Sobald die geflüchteten Menschen auf europäischem Boden angekommen sind, werden sie zunächst mit dem Nötigsten versorgt, da viele sehr geschwächt sind von der langen Reise. Das heißt, dass erste sie untersuchen und sie etwas zu essen und trinken bekommen.
Danach werden sie in sogenannten Auffanglagern untergebracht, wo sie oftmals mehrere Monate bleiben, bis sie wissen, wie es weitergeht. Dadurch, dass momentan so viele Menschen aus ihren Heimatländern flüchten, gibt es in vielen europäischen Ländern Schwierigkeiten bei der Organisation der Asylverfahren. Ein Asylverfahren ist ein Antrag, der von einem Geflüchteten gestellt wird, um in einem europäischen Land bleiben zu dürfen. Die Bearbeitung eines solchen Antrages dauert oft länger als ein Jahr. Wie geht es weiter für die Flüchtlinge? Leider ist die Zukunft der Geflüchteten im Moment noch sehr ungewiss. Die Politiker der Europäischen Union suchen schon lange nach Lösungen für die gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf einzelnen europäischen Ländern. Zudem versuchen sie, diesen Menschen Schutz und ein besseres Leben zu ermöglichen. Dazu werden Notunterkünfte für die Familien organisiert, sowie Spenden gesammelt, wie zum Beispiel Kleidung, Bücher und Spielzeug für die Kinder. Wir hoffen, dass wir euch das komplizierte Thema ein wenig näher bringen konnten und verabschieden uns an dieser Stelle aus unserem schönen Studio im offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Leider gibt es viele Europäer, die nicht damit einverstanden sind, dass Geflüchtete in deren Ländern aufgenommen werden. Sie haben viele Bedenken gegenüber den Geflüchteten, haben vielleicht Angst vor ihnen und nehmen sogar an Demonstrationen teil, um gegen die Aufnahme dieser Menschen zu protestieren. Der nächste Beitrag geht auf das Thema Klischees gegenüber Geflüchteten ein. Mit Klischees sind Vorurteile gemeint, das heißt Meinungen, die man über ein bestimmtes Thema vertritt, ohne dass man besonders gut darüber informiert ist. Die nächste Arbeitsgruppe widmete sich genau dieser Thematik und versuchte, mit dem folgenden Clip über verschiedene Klischees aufzuklären. Film ab! Morgen. Schau mal. Und ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen. Willst du aufstehen oder? Mehmet! Unterricht hat angefangen. Oh. Mehmet! Oh, guten Morgen. Du Schule, Alter. Oh, nee, Alter, Mehmet, bist du dumm oder? Ja, jetzt. Oh, Was? Haben wir jetzt? Mann, ich bin nicht gut in Lesen, Alter. Na, Flucht um Asyl. Sieht man dir gar nicht an. Ja, hat es eigentlich was mit Asylanten zu tun hier, Frau Müller? Müller, ja. Oh, nee, Chantal. Ja. Ach, da bist du. Hör mal zu, ne? Gestern, hat mir ein scheiß Asylant, ne? Mein Handy geklaut. Ja, die sollen alle raus, Mann, ey. Boah, Alter, und mir haben die Fahrräder geklaut. Oh, das interessiert niemanden, Jacqueline. Warum mein Handy ist weg. Und ich hab, nee. War mein typisch Ausländer. Stopp. Studien zufolge sind Menschen, die in Deutschland wohnen, krimineller als Asylbewerber. Boah, jetzt sind die ganzen Ausländer hier. Ja, und Deutschland hat eigentlich schon genug eigene Probleme. Jetzt müssen wir uns auch noch um die kümmern. Die könnten ja wenigstens mal ein bisschen mehr Geld für unsere Rente zahlen und nicht alles für die Flüchtlinge. Und die ganzen Hartz-IV-Empfänger hier in Deutschland, die kriegen viel weniger Geld als die Flüchtlinge. Das ist voll unfair. Ja, vor allem Deutschland kann ja auch nicht die ganzen Probleme lösen. Stopp! Das stimmt nicht. Wir sind für die Probleme der Welt mitverantwortlich. So liefern wir zum Beispiel Waffen, kaufen möglichst billig Ressourcen und lassen kostengünstig im Ausland produzieren. Auch sind die Industrienationen am Klimawandel schuld und somit auch für Klimaflüchtlinge verantwortlich.
Guck mal, ich lese hier gerade so einen Artikel über Flüchtlinge. Das sind doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, die kommen eh nur wegen Geld her. Ja. Stopp! Wer Asyl sucht, kämpft meist ums Überleben. Weil in den meisten Ländern herrscht nämlich Krieg oder es droht Verfolgung. Natürlich gibt es auch Wirtschaftsflüchtlinge, aber das ist nicht die Regel. Ey, habt ihr gehört, die ganzen Flüchtlinge und Ausländer kommen hier rein? Ja, boah, die nehmen uns voll die Arbeit weg, Alter. Ja, typisch Flüchtlinge halt, oder? Ja, Mann, ey. Stopp! Asylbewerber können Deutschen die Arbeit nicht wegnehmen, da sie erst eine bestimmte Zeit in Deutschland sein müssen, bevor sie eine Arbeitsgenehmigung erhalten. Wir kommen nun schon zu unserem dritten Beitrag unserer Sendung. Ein Kamerateam hat an zwei Projekttagen Umfragen in der Stadt Merseburg zum Thema Flüchtlinge gemacht. Einmal waren sie am 14.11.2015 bei der Aktion Herz statt Hetze und am zweiten Tag waren sie in der Merseburger Innenstadt unterwegs. Film ab! So wenig passiert. Was können wir tun, um den Flüchtlingen... Jeder Mensch sollte das Recht haben. Die halt hier Hetzstimmung verbreiten. Und bin heute hier, um auch die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Was können wir tun, um Möglichkeiten zu schaffen, wo sie unterkommen können, solche Dinge. Man muss allen helfen, die auf der Flucht sind. Also wir sind alle Menschen auf dieser Welt. Die Politik sollte eine aktive Willkommenskultur pflegen. Herzen zeigen können, Dialog schaffen. Die wissen ja nicht, wohin. Wie kann ein Zusammenleben funktionieren? Ich finde es wichtig, mich zu engagieren. Also als Bürger in Deutschland, weil ich bin hier gewohnt, auch wenn ich Ausländer bin. Und einfach miteinander friedlich leben. Hallo, ich bin Tanja und ich bin gerade auf dem Weg zur Merseburger Innenstadt. Ich wollte mal einen Eindruck bekommen, wie Kinder und Erwachsene über das Thema Flüchtlinge denken. Also ich muss sagen, ich enthalte mich so ein bisschen meiner Stimme bei dem Thema. Ich finde es sowohl gut, wir haben auch bei uns welche im Heim jetzt. Und der ist ein ganz, ganz netter Kerl, aber ich muss sagen, die Unruhen, die kommen, das wird wahrscheinlich noch mehr werden und deswegen kann ich mich noch nicht festlegen auf die Frage. Wir reden von Flüchtlingen, ja. Das sind andere Leute als die aus irgendwelchen unredlichen wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Also ich finde, es ist schon ganz schön krass, wie viele da jetzt kommen und aber ich finde es auch krass, wie viele Deutschen darüber sagen, dass Flüchtlinge nur Scheiße sind und so, was eigentlich gar nicht stimmt. Ja, bin ich auch und ich finde auch die Klischees, dass die immer sagen, dass die halt Gewalt verbreiten und so, finde ich auch ziemlich blöd. Es ist traurig, dass heutzutage auf so einer Welt, wo eigentlich alles ausreicht für alle, es immer noch Menschen gibt, die vor Krieg und solchen Dingen, also Hunger auch und Not fliehen müssen. Na, weil halt die meisten sind ja wirklich Kriegsflüchtlinge, weil halt in ihrem Land Krieg ist, aber manchmal auch, weil das Land einfach arm ist und kein Essen gibt und so. Nee, ich sehe eigentlich das für Deutschland als Chance, also weil wir viele Arbeitsplätze und notwendige Leistungen haben, die jetzt zum Beispiel viele Deutsche auch gar nicht machen wollen mittlerweile. Und im Moment ist der Arbeitsmarkt eigentlich frei und offen für auch Menschen, die jetzt bereit sind, hier zu arbeiten. Es gibt so viel Arbeit, das denke ich eher nicht. So, wir sind jetzt hier fertig und das Fazit ist, dass viele Leute, also wir haben von 40, haben vielleicht eine Handvoll uns geantwortet und die anderen, die hatten entweder Angst oder hatten Angst, uns ihre Meinung zu sagen, aber das ist doof, denn wir wollten ja die Meinung hören und jeder hat ja eine eigene Meinung.
Ich bin Luise und studiere in Merseburg Kultur- und Medienpädagogik, jetzt im 7. Semester. Also ich wäre jetzt fertig, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und wohne schon seit 3 Jahren hier jetzt in Merseburg. Was hat Sie motiviert, das Fest zu organisieren? Was hat mich motiviert? Also mich hat ganz, ganz vieles motiviert. Zum einen habe ich gesehen, dass hier viel zu wenig passiert und dass die Fronten sehr verhärtet sind und dass man einfach schauen muss, wie die Menschen ins Gespräch kommen können, Dialog schaffen. Und ich denke, das kann man mit so einer Aktion wie heute eben auch erreichen, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen und Ängste einfach überwinden. Da ist nämlich ganz, ganz viel Angst da bei den Menschen. Das in der Rundschau gelesen und da mich die Sache sehr interessiert, dachte ich, da musst du unbedingt mal hingehen. Ich denke, weil es wichtig ist, den Geflüchteten zu zeigen, dass wir für sie da sind und uns freuen, dass sie da sind. Also wir sind heute hier, um Präsenz zu zeigen, um zu zeigen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger die gleiche Meinung haben und einfach die Leute willkommen zu heißen. Weil ich das als sehr wichtig erachte, ein Zeichen zu setzen, dass Rassismus und Faschismus keinen Platz hat. Was können wir tun, um den Flüchtlingen zu helfen? Also manchmal reicht einfach nur ein Lächeln, weil ihr habt das ja vielleicht auch schon gemerkt, mit der Verständigung ist es nicht so einfach. Aber ja, manchmal reicht einfach ein Lächeln so. Was denken Sie, was die Politik machen sollte? Die Politik, die sollte auf jeden Fall mehr hauptamtliche Mitarbeiter auch einstellen, dass eben geschaut werden kann, wo kann man miteinander ins Gespräch kommen, wie kann ein Zusammenleben funktionieren. Und das kann aber eben nur funktionieren, wenn sich Menschen begegnen. Und ich stehe eben heute deswegen auch hier, weil mich diese Hetze gegen andere Menschen einfach so nervt. Deswegen stehe ich hier. Das ist ein sehr trauriges Thema, die armen Leute, die da aus dem Kriegsgebiet flüchten. Die wissen ja nicht, wohin. Und ich finde, Sachsen-Anhalt ist ein Land, was sehr dünn besiedelt ist. Da wohnen bloß gut 2 Millionen Einwohner. Und mir ist unverständlich, warum man die paar Leute, die 30.000, die hierher kommen, das ist ja prozentmäßig ist das viel, relativ wenig, warum man die noch wegscheuchen will. Das auch, wenn das jetzt am Anfang jetzt nicht vielleicht so großartig, so eine große Wortwirkung ist, wie viele sagen, dass es nichts bringt. Es bringt schon was, wenn man den Rechtspopulisten klar macht, dass die beobachtet werden und dass man ihre Meinung nicht teilt und unterstützt. Und dass die halt auch wissen, dass wir die beobachten und nicht zulassen, dass die halt hier Hetzstimmung verbreiten in Deutschland, sondern dass wir eine offene, tolerante Gesellschaft sind. Das will ich unbedingt zeigen. Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Beiträgen einen kleinen Einblick in das Thema Flucht nach Europa geben. Es ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema, mit dem man sich ein wenig auseinandersetzen sollte, da es uns alle betrifft. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald!